Hello guys and welcome hier zur neuen Runde von unserer Mega-Season. Heute steht mal ein neues Wochenende an. Wir sind in Spanien und ich dachte mir, das glanzreichen, der glanzreichen Leistung letzter Woche nehmen wir heute mal Max Verstappen. Das Wetter nicht so schön heute an diesem wunderbaren Trainingstag hier am Circuit de Catalunya, Barcelona, hier in Spanien. In Wirklichkeit brütet er die Hitze. Und falls ihr mehr davon wollt, abonniert gerne den Channel, falls ihr natürlich neu seid hier. Und falls ihr nicht neu seid, abonniert, aktiviert natürlich auch gerne die Glocke. Schaut euch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Links sind alle unten in der Beschreibung. Dankeschön mal fürs Zugucken euch heute. Und wir werden natürlich auch ein bisschen jetzt im Training überhaupt, weil wir ja nur noch das normale Training fahren, werden noch ein bisschen drauf hinblicken, was gestern im Training passiert ist. Und natürlich auch meine Prognosen, wer heute den ganz großen, die ganz große Pole Position heute. Wird nicht ziemlich schwierig werden, die Prognose, wer 1 und 2 wird. Aber der dritte Platz dahinter, der lässt noch ein paar Rätseln heute übrig oder lässt noch ein paar Rätseln auf heute. Deswegen, wird es ziemlich schwierig. Hotlap kommt auch morgen, schaut auch gern vorbei. Wir werden auf jeden Fall alle Winkel und Ecken dieser Strecke abklären. Ich möchte euch nur so ein bisschen zeigen, wie was waren. Und natürlich kommt dann auch morgen zum Hotlap, wenn ich dann weiß, wer das Qualifying gewonnen hat. Mein Rennsieger. Und natürlich dann auch morgen das Rennen hier aus Spanien. Ich finde das die Rennstrecke ziemlich cool. Bis auf hier diese letzte Kurve. Die war auch gestern ein Thema im Qualifying. Also hier aus der letzten Kurve raus, da geht's noch Vollgas auf die, jetzt fangen wir mal an, die guten Nachrichten für Perez Seiten. Er ist zurück, er darf wieder, hat einen negativen Corona-Test und er darf in Spanien fahren. Wir werden dann natürlich auch noch im Training auf die Hotlap zurückblicken, aber ich bin froh, dass er hier wieder fahren darf. Er hat natürlich ein bisschen gefehlt, auch wenn Hülkenberg einen guten Ersatz gebracht hat, aber ja, Ferrari immer noch im Dunkeln, wie, was, wann, wo die Zeit geblieben ist, zu sogar jetzt teilweise Racing Point. Vettel hat auch ein komplett neues Chassis bekommen. Das bedeutet, da war ein kleiner Riss. Ich meine, hier haben wir auch die letzte Kurve. Auch Hamilton hier mal zu weit draußen. Auch dann in den darauffolgenden. Dieses S hier überhaupt. Die letzte schnelle Kurve, die kennt er auch noch. Also die gab es ja, ich glaube 2006 oder so. Die meisten Fahrer kennen sie nicht. Und das Reglement hier zum, also das Final Classement. Bottas vor Hamilton. Ganz knapp. 39.000 und dann fast eine Sekunde Max Verstappen und beide Ferrari mal und Romain Grosjean, der fährt dieses Wochenende auf einen anderen Planeten mit dem Haas, wirklich auch im zweiten freien Training ist er weitergegangen, wie gesagt, das ist halt der letzte Trick, um noch einen Fahrer wie Vettel, der das komplette Selbstbewusstsein irgendwie verloren hat, weil er auch immer geroastet wird von Leclerc, um ihm da ein bisschen Selbstvertrauen zurückzugeben oder noch mehr zu geben, ein bisschen besser, also der Placebo muss man sagen, hat gewirkt, ein Ticken besser war er ja dieses Wochenende schon mal. Und vielleicht hat es ja doch was zu tun. Lando Norris auch hier bei McLaren viel mit diesen grünen Schleimzeugs. Die haben da halt richtig mit herumexperimentiert. Im zweiten freien Training nicht viel passiert. Die Longruns halt. Es war halt brütend heiß mit 49 Grad Track. Also und auch das ganze Wochenende richtig heiß. Eigentlich nicht die besten Voraussetzungen für Mercedes. Das ist eigentlich ein kühleres Auto. Also der mag eher die kühleren Temperaturen. Aber trotzdem waren sie wieder vorne dabei im Qualifying. Wird ihnen, glaube ich, heute keiner was vormachen. Ich denke mal, das kommt später noch. Aber ich denke mal, die haben die besten Karten im Mercedes. Die sind teilweise eine Sekunde im Qualifying schneller als im Rennen. Dann werden sie komischerweise von Hamilton, von Verstappen und auch teilweise von den Ferrari eingeholt. Also das ist halt schon komisch. Und da auch wieder eine Sekunde Hamilton diesmal. Aber der war auch 0,2 vor Bottas und dann einfach 0,9. Vor Ricardo, 0,8 und Ricardo wieder 4, Romain Grosjean auch wieder 5. Der ist gut drauf, das Wochenende. Vettel jetzt nur mehr auf 12, aber der hat doch nur 2 Reifen gefahren. Also wirklich gut. Und Latifi vor Russell kennt man auch nicht so oft. Latifi kommt gar nicht hier. Russell kommt gar nicht klar mit dem Auto, hat man auch gesehen. Die Pinken auch enttäuschend. Also 7 geht ja noch, aber der zu 11. Platz. Sie fahren eigentlich gegen die Renault. Aber wie gesagt, wer da die Tür komplett offen gehabt hat, mit wie viel Benzin Laster gefahren wurde, das weiß natürlich keiner. Das wissen nur sie selbst. Hier gehen wir mal rein. Hier die zweite muss man echt aufpassen. Hier dreht sein leichtes Heck weg. Dann eigentlich komplett Vollgas am Gas bleiben. Links nur nicht zu weit raus, weil sonst ist das wieder kontraproduktiv. Dann hier ziehen lassen. 1, 2, 3, 4. Und dann kurz und dann eigentlich gleich wieder hier wieder aufs Gas, Vollgas. Und dann noch links aufpassen. Ja, hier fast im Gras, aber das ist genau die Linie, die man hier braucht. Dann auch hier, eigentlich ist die ist einfach, dann auch schön mit rausnehmen, den ganzen Schwung. Und dann kommt so ein bisschen meine Ekelkurve, weil da wird das Heck echt ganz unruhig. Hier rauf, dann
zack, eins runter und eigentlich Vollgas. Einmal lupfen und Vollgas hier rauf, wunderschön DS. Da kann man sich ein bisschen dran sorgen an den Gegner. Jetzt kommt so ein bisschen der Sektor, wo man eigentlich als Fahrer noch Zeit gut machen kann. Wir haben auch hier im zweiten, bin ich richtig gut, hätte ich nicht geglaubt, aber das ist auch, denke ich mal, so ein bisschen das Spezialgebiet hier von dem Red Bull. Die geht die Kurve, die langgezogen ist zwar auch ein bisschen mühselig, aber jetzt kommt so die Hass-Tirade. Hier links ist auch das bei Hamilton rausgekommen und dann zack und zack. Und dann hier links kommt man immer viel zu weit raus und dann muss man dann wieder früh aufs Gas, weil die ja dann wieder rausgeht und den Schwung und so weiter. Und das war halt eine Runde. Diese letzte Schikane hat uns da leider ein bisschen 0,3 gekostet. Wir waren trotzdem schneller als alle anderen hier im ersten freien Training. Jetzt geht's ins Qualifying. Wir werden alle drei Qualifying-Segmente fahren. Q1, Q2 und Q3. Also seid gespannt. Jetzt geht's los hier. Limited 2020. Und hier haben wir nochmal den Anflug. Wieder bewölkt heute. Qualifying 1, Runde 1. Die Strecke ist wunderschön. Kennt eigentlich jeder von den Wintertests. Also muss jeder kennen, theoretisch, weil die spulen ja da in zwei Wochen 500, 600 Runden ab. Also aufgeteilt auf 2-3 Leute, aber 500, 600 Runden. Das waren auch wir, die wir wunderschön gewunken haben. Das kennt man eigentlich vom Verstappen nicht so. Die haben ihn da ein bisschen netter gemacht, als er in Wirklichkeit ist. Nein, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er in Wirklichkeit nicht nett ist, aber. Ja, er ist halt jetzt, man kennt jetzt nicht ihn so als Happy Person oder als Happiest Guy of the World oder so. Er ist jetzt nicht gerade der die meiste Freude ausstrahlt. Er ist halt so, ja, halt fest ab. So, es geht los in unseren ersten, wir werden auch immer nur einen Shot fahren. Und ich werde auch im Q2 wieder probieren, mich mit den Gelben zu qualifizieren. Wird zwar im 25%-Rennen nicht das meiste bringen, aber es zeigt halt schon mal, dass wir hoffentlich hier gut sind und uns weiterhin qualifizieren können. So, hier geht's also raus. Zack, zack. Ja, boah, das wäre perfekt. Genau so viel Schwung wollte ich mit rausnehmen, dass der erste Reifen links drüber ist, aber rechts halt noch da ist. So, hier ganz außen die Kurve fahren. Dann nimmst du einfach den meisten Schwung mit. Und auch hier, die muss ich sagen, war schön. Hier auch wunderbar mit raustragen lassen. Bis jetzt finde ich die Runde einfach perfekt. Also, ich will mich nicht selbst loben. Auch hier links nur leicht anfahren. Ah, das ist das leicht. Das ist das Heck. Da bin ich zu Ticken zu früh aufs Gas und das ist Heck schon ganz schwabflack geworden, also ganz unruhig geworden. Und auch hier, zack, jetzt geht es ein bisschen in den letzten Sektor. Hier auch wieder Lina, zack, hier schön angefangen. Ja, da links ein bisschen übersteuert. Und jetzt zack, zack, da, diesen Hügel hier, den muss man auch immer so übel schneiden. Da, wenn man da einen Ticken zu weit drüber fährt, das kenne ich auch, dann dreht es sich sofort weg. Aber die Strecke alles in einem, obwohl sie so ein paar schwierige Kanten hat. Oh, das war gut. Das muss ich sogar sagen, man, sehr, sehr guter, eine sehr, sehr gute letzte Kurve. Und der DS, wir bekommen noch einen leicht Windschatten und das ist die schnellste Runde. Wir sind wohl schneller als Bottas, aber der ist auch nicht so mein Problem. Ich muss eher sagen, ich habe das Problem immer mit Hamilton. Der ist im Game genauso stark wie in Wirklichkeit. Also, wir fahren wieder 96 wie letzte Woche auch. Und der Hamilton auch, der Bottas, Halleluja, der ist so stark. Letzte Woche gab es ja keins, vor zwei Wochen meine ich natürlich. Die Mega-Season, mega stark war der da. Und das ist einfach nicht normal. Ob wir Weltmeister werden, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe mir eher gedacht, wir werden immer so normale Wochenenden fahren und werden einfach mal gucken, in wie vielen Wochenenden ich mich da verbessern konnte. Wir werden auch immer so ein bisschen streckenspezifisch schauen, wen wir da nehmen können. Wir werden jetzt nicht mit Williams oder so fahren. Das ist natürlich Unsinn, weil ich meine, Williams war jetzt nicht gerade das beste Team. Gucken wir mal, wo wir gelandet sind. Und das war, ja, dritter Platz. Ein Ticken schneller wie der Teamkollege. Eine Tausendstel. Bist du narrisch? Und Hamilton schon wieder übertrieben ist mit einer halben Sekunde schneller wie wir alle. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber auch Bottas, wo ist denn der bitte? Siebter Platz oder so. Jetzt geht es im zweiten Versuch, also ins Q2. Wir haben es natürlich locker weiter geschafft. Auch Albon, sehr, sehr gut. Würde mir mal wünschen, dass der in Wirklichkeit auch so eine extrem gute Leistung bringen würde. Ich meine, no fun oder so. Also der ist schon ein guter Fahrer. Ich meine, die sind alle gut, richtig gut sogar. Aber ja, ich meine, in Wirklichkeit, was soll man sagen? Wir werden noch später oder haben schon auf eine Sache reagiert. Champions League wird auch noch kommen heute. Und wir haben auf eine Sache reagiert. Auf Fortnite werden wir heute reagieren. Also schaut da gerne vorbei oder habt ihr vielleicht schon vorbeigeschaut. Also. So, hier unsere schnelle Einführungsrunde. Und jetzt geht's los. Aus der letzten Kurve raus mit den Gelben. Die sind eigentlich gut hier, weil das Wetter noch nicht zu extrem heiß ist. Aber zack, hier Vollgas auf der Geraden. Das ist eine mega, mega, mega erste Kurve hier. Die rechts kann man schön schneiden, aber links, wenn man da mit ein bisschen Gas drauf fährt, ja, aber das war auch gut.
Schön hier wieder mit Schwung rausgekommen. Zack. Und im ersten Sektor, wo er schreibt, die Zeit 21.542. Ja, das geht sogar. Jetzt geht's hier lila im ersten Sektor auch wieder hier. Boah, das ist so, so knapp, wie man hier in das Gras ranfahren kann, ohne dass ich ins Gras fahre. Ah, da bin ich fast rechts ins Kies gekommen. Aber nur fast. Nur fast. Das ist halt das Ding. So, dann, oh mein Gott, hier leichter Querschnitt. Die Runde war nicht perfekt, muss ich sagen. Aber die soll uns auch nur ins Q3 bringen. Und uns halt mit den Reifen heute starten lassen. Zweiter Versuch ist nicht drin. Falls ich es nicht schaffe, muss ich dann nochmal ins, muss ich nochmal mit den Roten ran und dann morgen halt doch mit den Roten starten. Und ins Rennen dann mit den angefahrenen Gelben hier. Also, ich hoffe, ich schaff's auf jeden Fall. Und hier, ich habe nicht unnötig viele Reifen verbraucht. Hier, sagt Perez 1.18.1. Und wenn die Schlechten da hinten 1.18 fahren, ja, das war jetzt nicht besonders schön. Und auch hier links das Gras mitgenommen. Oh, alles in allem hat es zwar ein paar kleinere Sachen gegeben, reicht aber trotzdem für 1.17.0. Also, wir haben ja in der ersten Runde bin ich nur so auf Fett gefahren. Oder ja, auf Fett gefahren und jetzt hier. Ja, das zeige ich auch schon. Erster Platz noch immer noch. Und das 7 Minuten Verschluss. Aber das wird sich nochmal ändern. Wir werden nochmal wahrscheinlich auf 2-3 durchgereicht, weil das wäre schon krank, wenn wir mit den Gelben hier schneller sind als wie mit den Roten. Mann, was? Wir waren 70.000stel mit den Gelben. Also durch. Wir sind erster Mann mit den Gelben. Wir meinten mit den Gelben schneller wie mit den Roten. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, Mann, was das zeigt. Wenn das heute im Qualifying auch so wäre, dann wäre das natürlich noch cooler. Das ist auch. Das würde auch das widerspiegeln, was in Silverstone war. Die haben ja auch mit den Gelben zum Schluss dann schnellere Zeiten gefahren wie mit den Roten. Also komisch, aber wahr. Es geht in den ersten Run. Heute wir in Q3 fahren wir natürlich zwei Runs. Wir haben ja noch die Reifen über, weil wir immer nur einen brav gefahren sind. Eigentlich sogar noch einen dritten, weil wir ja in Q2 mit den Gelben gefahren sind. Also, das ist natürlich alles gut. Jetzt hier in die erste Kurve. Zack, schön durchgekommen. Rechts viel Schwung mitgenommen. Vielleicht zu weit in der, auf das grüne Fettchen fahre ich nicht gern drauf, weil du weißt, dann bist du zu weit rechts, um dann rechts, um dann für die Rechtskurve auszuscheren. Weil du hast dann unnötig extra viel Weg, unnötig. Also das war nicht so perfekt. Wir kommen aber auch, der Aufwärtstrend zeigt sich, weil wir kommen hier schön an Norris dran. Er fährt zwar seine Aufwärmrunde, aber wenn wir den ein bisschen auf der Geraden mattern könnten, wäre es natürlich schön. Der könnte uns noch ein bisschen Windschatten geben. Hier rauf gibt uns schon leicht Windschatten, aber der wird jetzt nachher auf die Seite fahren. Ja, ihr seht schon, hier wunderbar Windschatten. Ah, okay. Das war jetzt nicht so, aber ein, zwei, vielleicht drei. Ah, okay. Eine Zehntel hat es vielleicht gebracht. Die brauchen wir auch für die letzte Kurve hier. Zack, hier wird diesen kleinen Hügel schön drüber gekommen. Auch die ist gut hier. Schön raus. Zack und wunderbar raus. Und wie gesagt, Hotlap und auch das Rennen kommt morgen. Montag geht es direkt weiter mit der Mega Season. Schaut da gerne an mit der My Team Season. Schaut gerne vorbei. Jetzt aus der letzten Kurve raus. Oh, viel zu weit über diesen Curb drüber. Aber es reicht für einen 1.16.6, Mann. Nochmal 4 Zehntel schneller wie im ersten Versuch. Wir sind aber leider nur P2. Also Bottas zwar schneller als Bottas, aber langsamer als Hamilton. Das ist natürlich nicht schön. Ich bin natürlich gespannt, ob wir diese 2 Zehntel irgendwo finden. Aber ich denke mal, auch Hamilton und auch Bottas werden sich teilweise nochmal verbessern können. Wir haben nur noch 2 Sekunden. Und jetzt geht's los. Ich möchte hier nochmal einen frischen Reifensatz. Und los geht's. Ich bin megamäßig gespannt, wo wir uns qualifizieren können. P2 ist schon gut. Also wir splitten dadurch die Mercedes. Und beim Start könnten wir einiges anrichten. Aber ich möchte natürlich die Pole haben. Das ist natürlich, ich meine, in Wirklichkeit, also heute wird das wahrscheinlich nicht passieren, dass sich ein Max Verstappen die Pole holen wird. Aber es geht in die letzte Kurve. Wir sind mit Abstand letzter. 10 Sekunden vor Schluss geht's hier über die Start- und Ziellinie und wo wird die Uhr wohl stehen bleiben? Ich denke mal, dass Bottas nochmal einen Ticken drauflegen wird. Also das ist mir klar. Und da kommen auch die ersten schon. Hier Hamilton nochmal sich verbessert. Das heißt, wir müssen jetzt 6 Zehntel, eine halbe Sekunde müssen wir irgendwo finden. Und im ersten Sektor gelingt das schon mal gut. 1.5. Dritter Platz, Ricardo verbessert sich auf 2. What the fuck, Mann? Was macht denn der da vorne? Aber da kommen noch viele in der letzten Kurve. Zack, Albon nicht mehr auf 5 verbessert. Da sehe ich links kein Roter mehr. Bottas auf, wir sind Vierter, Bottas auf 2. Hat sich hier auf 2 raufgeschossen. Wir müssen auf jeden Fall an Ricardo vorbei. Und das sollte jetzt nicht allzu schwierig sein. 1.49.8 auf Bottas.
Und da sind wir einfach mal 13. Einen Zehntel sind wir hinter Hamilton. Da fehlt noch, ja, wie gesagt, die 0,5, die wir hinten sind, die fehlen hier. Ich hoffe, wir können im letzten Sektor noch irgendwas gut machen hier. Ich möchte natürlich jetzt nicht die Kurve extrem schneiden, weil das wäre nicht so. Ja, hier habe ich zwar geschnitten und da haben wir ein bisschen Zeit verloren. Auf jeden Fall, ich bin zwar gerutscht und wollte hier noch das Beste rausholen, aber wo wird die Uhr stehen bleiben? Wo bleibt die Uhr stehen? P2. Wir haben sogar Lila im letzten Sektor. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Mein Tipp für das heutige Rennen ist auf jeden Fall, für das heutige Qualifying ist Hamilton, Bottas und Verstappen. Also, das sind so die dreisten drei, die man so erraten muss. Abonniert gerne den Channel kostenlos und schaut euch gerne auf Instagram und Twitter vorbei. Wir starten morgen vom P2. Unser Teamkollege von 5, auch gut, aber fast eine Sekunde langsamer wie wir. Dankeschön fürs Zugucken heute. Schaut gerne morgen vorbei, wenn dann die Hotlap und die Mega Season, das Rennen kommt. Und später, wie gesagt, Champions League und Reaction noch. Dankeschön fürs Zugucken. Bis später. Bis morgen. Danke und ciao.